Die Zukunft dieses Hauses wünsche ich mir eigentlich als eine Art Fortsetzung von dem, was dieses Haus in den letzten Jahrzehnten auch gewesen ist. Es ist für mich ein Ort, an dem der gedankliche und künstlerische Horizont von Mies van der Rohe offen gehalten wird, auch vielleicht ein bisschen gedehnt wird. Mies ist als Architekt ein internationales Phänomen. Das Interesse an ihm ist auch in den letzten Jahrzehnten enorm gestiegen. Es ist nicht weniger geworden. Er ist einer der raren, würde ich sagen, Architekten der Moderne des 20. Jahrhunderts, der immer wieder neu entdeckt wird. Und insofern kommen auch viele Besucher, die nach Berlin kommen und sich für Mies interessieren, immer zu diesem Haus und zur Nationalgalerie. Die kennen praktisch nichts anderes als die Nationalgalerie und dieses Haus. Und dieses Haus und die Nationalgalerie sind ja auch zwei herausragende Bauwerke aus dem Oeuvre von Mies. Mies kommt 1905 nach Berlin, er verlässt es 1938 und die Berliner Jahre von Mies van der Rohe sind die entscheidenden Jahre in seiner Karriere. Hier prägt sich sein architektonisches und künstlerisches Bewusstsein. Und wenn man dann den Besuchern sagt, ja, da gibt es zum Beispiel das erste Haus, das hat er für einen Philosophen gebaut, dann gibt es da auch aus den 20er Jahren noch diese Siedlung an der Afrikanischen Straße, eines der ersten Beispiele des Berliner sozialen Wohnungsbaus aus den 20er Jahren. Es gibt noch mehr frühe Häuser. Dann sind sie ganz überrascht. Das heißt, ich denke, dass die Zukunft dieses Hauses mit Mies verbunden sein könnte in der Art, dass das Haus zu einer Art, wie soll ich sagen, Informationsstelle, in der auch Forschung und Ähnliches betrieben wird, zu dem Werk von Mies in Berlin. Und wir haben einiges zu dem Mies in Berlin, was man hier zeigen könnte, worauf man verweisen könnte. Das heißt, dieses Haus ist für mich gewissermaßen die Institution, wenn ich das so sagen darf, oder kann die Institution sein, die den Namen Mies van der Rohe in Berlin tatsächlich ein Zuhause gibt und eine Anlaufstelle ist, wo man mehr Informationen bekommt als nur über dieses Haus, sondern über das Werk von Mies in Berlin insgesamt. Das halte ich für eine ganz wichtige Funktion, dass hier diese Interessen gebündelt werden. Und wenn ich in die Geschichte schaue dieses Hauses, das mit Kunstausstellungen und sozusagen der Horizont auch offen gehalten wird, dann finde ich das auch einen wichtigen Impuls, dass es nicht nur auf Architektur bezogen ist, sondern dass dieses Haus auch über die Architektur von Mies hinaus in die ästhetische Welt ein bisschen hineinleuchtet. Es ist ja auch interessant, dass Mies von etlichen Künstlern hochgeschätzt wird und auch hochgeschätzt worden ist. Ich brauche nur Richard Serra etwa zu erwähnen. Das heißt, die Verbindung von Mies zur Kunst ist auch eine sehr vitale, die gepflegt werden kann und die auch gepflegt werden sollte. Was ich auch interessant finde, ist, dass die Marmorplatte dann hier abgefasst ist. Dieser Ort hier, dieses kleine Haus, ist für mich eine Art auch, wie soll ich sagen, Laterne und zugleich auch ein Brennpunkt, in dem diese Bedeutung von Mies und das Interesse von Mies sich kristallisieren können in Form von Ausstellungen und solchen Veranstaltungen. Und das wird, da bin ich mir ziemlich sicher, in der Zukunft nicht geringer werden, sondern eher stärker. Und das lässt sich natürlich in diesen räumlichen Bedingungen hier gar nicht durchführen, außer im Sommer, wenn man das als Open-Air-Veranstaltung machen kann und dann hier sich schön in den Garten setzt. Das heißt, ich stelle mir vor, dass es mittelfristig unbedingt erforderlich ist, dass man diesen Bau hier von
bestimmten Funktionen entlastet, dass er rein als Ausstellungshaus und als Haus als solches besucht werden kann und dass man hier auf dem Grundstück einen kleinen Erweiterungsbau brauchen wird, in dem zum Beispiel diese Funktionen wie Garderobe und das, was man alles braucht, untergebracht werden kann. Und ich finde es auch enorm wichtig, ich sehe das auch immer bei Besuchern, die hierher kommen, der Garten gehört ja zum Haus. Es ist ja nicht nur das Haus, es ist die Verbindung von Haus und Garten, die ja überhaupt für die Mietzsche Architektur von innen und außen so charakteristisch ist. Ich glaube, dass dieser Gedanke, hier auf diesem Grundstück einen Erweiterungsbau zu machen, auch deshalb möglich ist, weil Mies auch den Entwurf 1932 schon so angelegt hat, dass ein zweiter Bau noch errichtet werden konnte. Der Bauherr Lemke, der nicht viel Geld hatte, als er Mies beauftragte, hat Mies explizit dazu aufgefordert, so zu bauen, dass auch ein Grundstück nebenan noch eventuell abgetrennt werden könnte, um ein anderes Haus zu bauen. Das heißt, hier, das wäre ja auch eine wunderbare architektonische und künstlerische Herausforderung, einen kleinen Erweiterungsbau zu errichten, in dem die Funktionen, die jetzt hier in den Nebenräumen untergebracht sind, wie Garderobe, Verwaltung und all das, was dazugehört, vielleicht ein kleiner Vortragssaal auch unbedingt, in dem das untergebracht wird. Dann kann dieses Haus mit seinen, wie soll ich sagen, Schätzen auch glänzen. Und es kann das Interesse, das an Mies zweifelsohne da ist, auch in einer adäquaten Art und Weise auch befriedigen. Und nicht nur, indem man jetzt Objekte hier in diesen Räumen ausstellt, sondern indem dieses Haus auch zu einem Ort wird eines geistigen Austausches und des Diskurses, der mit dem Werk von Mies verbunden ist und insbesondere mit dem Berliner Mies. Das wünsche ich mir ganz nachdrücklich, denn es gibt in Berlin keinen anderen Ort. Ja, die Nationalgalerie kann das nicht liefern, auch in den anderen Privathäusern aus dem Frühwerk, die wir von Mies noch haben, kann das nicht stattfinden. Dies ist der einzige Ort, in dem tatsächlich so etwas wie ein Mies-Haus geschaffen werden könnte, das ausschließlich dem Werk von Mies und insbesondere natürlich dem Berliner Werk von Mies verpflichtet ist und das ausstellt und das auch den Berliner Mies vielleicht auch ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit bringt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Interesse daran enorm sein wird und dass dieses Haus auch weiterhin neben diesem Aspekt von Mies, so wie das jetzt der Fall ist, auch sich mit künstlerischen Fragen auseinandersetzen soll und dass diese Kombination einzigartig ist in Berlin. Mies Goes Future ist ein großes Thema für den Verein, weil wir natürlich wollen, dass sich dieses Haus gut entwickeln kann. Das für jeder Verein, für jedes Haus, das ist klar. Aber für uns hat das eben auch eine bauliche Perspektive. Wir wollen, dass die historische Bausubstanz entlastet wird. Das braucht sie dringend, weil die Besucherinnen und Besucher immer mehr werden, was schön ist. Aber das Haus darf nicht zum Opfer seines eigenen Erfolges werden. Und deshalb wollen wir gerne uns dafür einsetzen, dass es ein Besucherzentrum gibt, was hier gebaut wird, was all die Funktionen aufnimmt, die heute für ein Museum oder ein Kunstort wichtig sind. Ein Café, ein Bookshop, Toiletten, Garderoben und so weiter. Weil das Mies van der Rohe Haus ist ja kein Ort wie eine Galerie, sondern es ist ein Ort, zu dem man fährt, wo man gerne isst, wo man sich gerne aufhält am Wochenende und wo man nicht einfach wieder davonfährt so schnell. Und das wollen wir gerne miteinander kombinieren und gerne sozusagen eine solche Funktion anbieten. Gleichzeitig glaube ich, dass das Haus auch deshalb eine gute Zukunft haben muss, weil es nicht nur ein außergewöhnlicher Kunstort in Berlin ist, sondern weil dieses Haus ein Kompetenzort für Mies van der Rohes Wirken in Berlin ist. Er hat über 30 Jahre in dieser Stadt gearbeitet, er hat diese Stadt geprägt. Es gibt überall Spuren von ihm. Die Neue Nationalgalerie ist vielleicht die bedeutendste. Die kennt jeder, als er dann nach Berlin zurückkehrte. Aber hier, dieses Mies van der Rohe Haus steht an einer Schwelle für ihn. Also es ist das
letzte Haus vor seiner Migration in die Vereinigten Staaten. Man sieht aber hier die ganze Klasse, die der spätere Mies dann auch schon hat. Und dieses Haus ist das der einzige authentische Bauhausbau in Berlin. Und dies stärker zu machen und daraus mehr zu entwickeln, auch was die Architektur und das Leben dieses Architekten angeht, das wollen wir gerne machen. Und dafür brauchen wir dieses Zentrum und dafür braucht dieses Haus eine gute Perspektive. Und wir sind auf dem guten Wege, dass wir das auch schaffen. Und ich muss nochmal sagen, ich bin sehr berührt, dass wir sehr viele Unterstützerinnen und Unterstützer aus der Berliner Kulturszene, aus der Politik haben, aus der Wirtschaft, die uns dabei begleiten. Es ist ein kleines Haus mit einer großen, großen Perspektive. Mit Miskos Future, das ist, wie schon der Titel vermuten lässt, geht es um die Zukunft der Institution Mies van der Rohe Haus. Das ist der Sinn. Und dazu gibt es jetzt dieses digitale Format mit einer punktuellen Ausstellung. Dazu werden Künstler, Architekten, Mies-Experten, Museumsexperten eingeladen, um über die Zukunft des Hauses zu sprechen, Zukunftsskizzen gemeinsam zu entwickeln und zu überlegen, wie man Mies Erbe in die Zukunft bringen kann. Das ist die Idee. Und die Kuratorin der Ausstellung ist Arsenia Bennen. Sie wird zusammen mit Ingolf Kern, dem Vorsitzenden des Fördervereins, und mit mir das Konzept entwickeln. Die Filme werden vom amerikanischen Künstler, Videofilmer, Fotografen Greg Bennen gedreht und arrangiert. Das sind die Beteiligten und es geht bei diesem Projekt darum, möglichst Leute zu gewinnen, die ganz frei, offen, ohne Grenzen über die Zukunft nachdenken, Zukunftsskizzen entwickeln, weil Mies ist eigentlich so ein Phänomen, der hat so viel Potenzial und dieses Potenzial dieses Ortes, das soll in diesen Filmen in die Zukunft gebracht werden, weiter diskutiert werden und sozusagen in einem ganz großen Spannungsbogen nach vorne entwickelt werden. Und darauf freue ich mich.